Oh Gott sei Dank, ich bin da wieder rausgekommen, tatsächlich. Ich weiß nicht wie. Ich habe gerade irgendwie das Menü dreimal auf und dreimal zugemacht. Und dann war ich irgendwie draußen. Aber schlimm genug, dass es überhaupt so Ecken gibt. Und ich dachte schon, so. Ich dachte schon, ich muss das alles nochmal machen. Moment. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich frage mich, wo wir hier gerade sind. Also in welcher Stadt? Ich meine, so wie das aussieht, ist ja hier wahrscheinlich eine Atombombe direkt draufgeknallt. Das Red Rocket. Oh Gott, wir können da rein. Ich will gar nicht wissen, was uns hier erwartet. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ja, du würdest alles wegwerfen. Ich weiß. Du würdest auch deine Klamotten wegwerfen, deine Kleidung. Deine Klamotten oder deine Kleidung, ja, ist klar. Deine Waffen, deine Kleidung, deine Stiefel, dein Motorrad. Ich kann damit aber was anfangen. Was ich hier so finde. So. Geschafft. Oh, hier muss man nur tierisch mit dem Looten aufpassen. Sonst greifst du nämlich hier direkt in die Scheiße rein. Hier ist aber auch sonst gar nichts, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir gehen wieder zurück ins leuchtende Meer. Oh. So, das heißt, ab... Hier ist ja noch richtig viel. Wie groß... Bitte... achso, ich muss... Okay, also hier lang, dann ich glaube hier hoch und dann können wir hier oben drüber da... Ja, dann kommen wir da rüber. So, und in die Richtung. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ganz in die Ecke, da müssen wir laufen. Alter Schwede, wie... Boah. Na gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich weiß übrigens nicht, ob wir Preston Garveys Mission da machen sollten. Hier ist noch irgendwas. Hier ist noch irgendeine Fabrik oder so. Oder zumindest Überreste davon wahrscheinlich. Okay, da kann man zumindest schon mal nicht reinfallen. Das ist gut. Ich glaube, hier kann man aber rein... Nee, okay, da kann man auch nicht reingehen. Gekenterte Fabrik. Ihr wisst was? Wir speichern. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich runtergehen sollte. So, wir lassen sie mal vorgehen. Da muss irgendwo noch der Legendäre sein, kann das sein? So, Torso. Torso ist immer gut. Oh, ein verwundender Fat Man. Ich find's ja geil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der bringt nicht so viel. Der kann sich nicht mehr bewegen, oder? Das heißt, der sollte eigentlich, wenn ich das richtig sehe... Ich glaube, das waren jetzt frei XP. Okay, ich muss tatsächlich sagen, momentan lasse ich sie ja die ganze Arbeit machen. Ah,
Aber ich will halt nicht riskieren, hier zu sehr auf die Nase zu kriegen mit meinem bisschen. Komm schon, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Oh, Gott sei Dank. Ich wusste, dass hier ein Leuchten da drin ist. Das war mir so klar. Achso, das bist du. Das habe ich schon, das habe ich irgendwie so extremst vermutet. Ich weiß nicht, ob ich, nee, da, ich wag mich dann lieber nicht hin. Alter, wie krass das hier ist. Sehr gut. Hier war ein, oh, ein technisches Dokument. Und noch ein Safe. Ah. Was war denn das? Ich hab. Nur. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich bin gerade super. Wow. Da ist ja richtig viel drin, ne? Ich bin gerade irgendwie so konzentriert. Das ist gerade irgendwie so spannend, weil hier so viel auf einmal ist. Hier geht's jetzt wieder hoch, da hinten sind wir runter. Ja, da liegen die ganzen Leichen. Ich gehe hier trotzdem weiter. Ich lasse mich gerade zwar schon wieder genau von dem ablenken, was ich die ganze Zeit machen wollte, aber ich finde das gerade super spannend hier in der Gegend. Und hier ist halt auch richtig viel Ausrüstung, muss man mal irgendwie sagen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Belohnung dafür. Ich glaube, wir sind auf dem Dach. Kann das sein? Okay, wir sind wieder draußen. Ich glaube, da drüben sind wir irgendwo reingegangen, ne? Da hinten ist auch noch was im leuchtenden Meer und... So, du kannst schön da auf dem Ding hängen bleiben. Ich meine, guckt euch das mal an, was der aushält. Ich meine, klar, ich habe jetzt Glück, der war verbuggt, aber... Ich lasse nichts zurück, was hilfreich sein könnte. Ich nehme mit, was ich mitnehmen kann. Da hinten ist noch ein Ratskorpion. Alter, ich habe gerade so... Speichern. Ich habe gerade so Schiss hier irgendwie. Das ist halt super gefährlich hier alles, muss man echt sagen. Super spannend gleichzeitig. Überall diese total zerstörten Gebäude. Atlantic Offices. Auch total zerstört. Ich frage mich gerade, wo kommen die wahrscheinlich hoch? Ah, hier ist noch ein Computer, cool. Kommt der, ich hoffe, der Ghoul kommt jetzt. Was ist denn hier los? Okay. Sicherheitstürsteuerung. Ich weiß nicht, welche Tür wir hier gerade aufmachen. Ich muss mich unbedingt mal heilen. Sie kommt gerade erst in Fahrt. Wo geht es hier eigentlich runter? Ist hier? Ah, so.
Nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier... Moment, wir machen das mal so. Jetzt können wir nämlich auch runter. Ach so, hier geht's eh noch raus. Okay, na dann bin ich beruhigt. Ich dachte nur tatsächlich, ich komme hier nicht mehr raus, wenn ich runterspringe. So, da geht's noch weiter runter. Das Blöde ist, es wird langsam dunkel und ich sehe hier immer weniger. Es wird irgendwie alles so gelblich und... hier muss ich aufpassen. Wo ist denn die Tante eigentlich? Ich glaube, die läuft immer noch im... So, auch hier wieder, bevor wir eins runterspringen, erstmal speichern. Na, die wachen doch bestimmt gleich auf. Komm, stirb schon, du Ghoul. Ah, wir haben Kleber, das ist gut. Kleber braucht man doch die ganze Zeit für irgendwelchen Krams. War hier nicht noch einer? Hä? Ich glaube, der ist explodiert. Moment, wir sind hier runter. Eins, zwei. Wo ist denn der dritte Ghoul? Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ah, das heißt, wir können mal wieder hochfahren und dann gucken wir mal. Ich vermute, wir sind jetzt wieder ganz oben. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nicht aufs Klo, nicht aufs Klo! Alter! Wo kam der denn her? Wieso? Verwesender Leute. Wie, wo, was, warum? Wo kam der denn her? Oh nein, mir bleibt auch nichts anderes übrig. Gegen wen oder was kämpft? Kämpft? Gegen wen oder was kämpft die Tante eigentlich? Ach, okay, also. Wir müssen uns mal wieder hier ein bisschen hochbuffen, glaube ich. Bärenmint hat's. Nee. Ich brauche hier irgendwas, was erstmal. Warum sollte ich. Achso. Stärke, Ausdauer, Max TP. Klingt gut. Ich bin von allen Buff-Camp. Ja, ist egal. Das kriegen wir auch wieder weg, wie gesagt. Dann machen wir mal hier. Kane hat das gefallen. Die mag das, wenn ich Drogen nehme. Toll. Warum muss ich das immer wieder machen? So. Ja, okay. Die Frage ist, mit welcher Waffe kämpfen wir gegen das Vieh? Ich sollte mir, glaube ich, auch mal nochmal eine Granate oder so raussuchen. Die ich dem im Zweifel... Impulsgranate, Impulsmine... Kronkorkenmine, Kryomine. Wir probieren das erstmal mit der Kryogranate.
Wo ist meine Lebensanzeige hin? Das finde ich gerade irgendwie nicht witzig. Gebrochen, ja. Alter. Alter, dieses Vieh ist unmöglich. Wie soll ich den denn hier schaffen? Oder ich muss... Oh. Das, ja, ich weiß, das ist, klar sind die alle verstrahlt. Oh, hallo, schon wieder? Warum denn eigentlich schon wieder? Buff-Out ist noch da, Eichhörnchen-Business auch noch da. Und warum schon wieder? Warum muss ich den Cheat immer wieder eingeben? Ich hoffe, ihr seid nicht allzu... Ich bin gerade ein bisschen angenervt davon, ich weiß. So, jetzt vorher. Inventar. Wir brauchen irgendwas, was richtig Schaden macht. 150, die Plasma macht... Sollte ich vielleicht das mal probieren? Ich probiere die jetzt aus. Ich meine, den Fatman sollten wir da drinnen nicht verwenden, aber... Vor allem, wo ist die Tante? Warum kann die uns nicht helfen? Und ich muss den schaffen. Ich muss den schaffen, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Und warum, wie gesagt, ich... Ich hab keine... Nein, 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 nein. So. Jetzt krieg ich ihn. Torso, 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 Torso. Boah. Ach, und du stehst da unten, Kate. Na, danke schön. Warst ja in echt große Hilfe. Alter, mein Herz. Geschafft. So, den haben wir. Die Tür ist kaputt, da kommen wir nicht raus, aber... Ja, Kate macht da irgendwo rum, warum auch immer. Ich will jetzt den Typen endlich finden. Wahrscheinlich steht der auch noch an der... Ich sehe da schon dieses... Ist das ein Vault oder ist da die auch noch am stärksten verstrahlte Stelle des leuchtenden Meeres, wo der Typ sein soll? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, gleich da. 100 Meter noch. Ich habe Angst, dass hier noch irgendwas kommt. Ich speichere nochmal.
Man kann echt, also hier kann man glaube ich nicht vorsichtig genug sein. Alter, wie krass, was ist das denn? Schwester Verena? Nein, die will ich nicht. Nein, 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 nein. Tap, 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 tap. Irgendwie. Konnte ich. Ich dachte, ich könnte mit. Ich konnte nicht mit Q die Waffen? Nee, wie konnte ich denn die Waffen. Ach, R gedrückt halten. So, ich will denen ja nichts antun. Sieht eigentlich. Die scheinen nett zu sein. Die scheinen wirklich nett zu sein.